Hallo und guten Tag, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich lese euch ein Gedicht von Walter Trautz über die Nachtgesichte Zacharias. Zacharia hatte Nachtgesichte, 8 waren's an der Zahl sogar. Sie stellen in geballter Dichte die Heilsgeschichte Gottes dar. Sie sind in sich fundiert verbunden und liefern grob den Überblick. Doch lässt sich der erst recht erkunden durch Beten, treu und nachhaltig. Zacharia sieht zunächst 3 Pferde, 3 Reiche, allerorts bekannt, so groß wie fast die ganze Erde, Babylon, Persien, Griechenland. Er sieht hellrote, rot und braune, ein rotes steht für Persien da, auf dem droht Christus, hör und staune, das Reich besteht bei Zacharia. Das heißt somit, der Herr der Herren ist Jesus Christus in der Welt. Nur er ist demnach hoch zu ehren, nicht wer sich für großmächtig hält. Nur leicht verschieden sind die Pferde, doch trabt ein Weißes noch herbei, gesellt sich zu der Pferdeherde, ein Reich ganz anders als die 3. Es ist nicht deckungsgleich mit diesen. Er steht einmal in ferner Zeit und wird mit Pulverwaffen schießen, ist endzeitlich erst kampfbereit. Das ist das Reich des Antichristen, der aus Damaskus kommen wird, Ägypten eint aus Kriegsgelüsten, mit Syrien, fein inszeniert. Viel Trost für angsterfüllte Christen enthält das 2. Nachtgesicht, denn solche Reiche, die sich brüsten, entgehen Schmiedeschlägen nicht. Nicht ohne Grund benennt die Bibel sie raubtiergleich, gottlos und schlecht. So folgt ein Reich endlich ohn Übel, das Christus schafft, sanft und gerecht. Das 3. zeigt ein Neubebauen Jerusalems im Millennium. Nach der Verwüstung zieht Gott Mauern aus Feuer um die Stadt herum. Josua tritt dann auf im 4. als hoher Priester eingesetzt. Ein Bild auf Christus, unseren Hirten, der ewig herrscht, zu guter Letzt. Das 5. zeichnet die Gemeinde, die Jesus Christus angehört, aus Juden, Nichtjuden, Vereinte, aus den 2 Zeugen, spät bekehrt. Das 6. zeigt die Bücherseite, die über Land und Meere fliegt. Sie richtet alle falschen Eide, verurteilt den, der ständig lügt. Das 7. ist ein Maß mit Deckel. In ihm sitzt die Gottlosigkeit. Ihr wird ein Haus gebaut voll Ekel in Israel zu seiner Zeit. Schließlich im 8. Nachtgesichte ist Krieg in Nahost angesagt. Es sind beklemmende Berichte von Bürgern mehr als nur verzagt. Das sind die großen Endzeitschlachten, die es um Jerusalem einst gibt, wo Heere nur noch danach trachten, zu wüten, wie es grad beliebt. Die Staaten werden durch 4 Pferde mit Streitwagen dort dargestellt. Sie nähern sich auf bronzner Fährte durch Berge hin zum Großschlachtfeld. Die Roten sind die Ausgedienten. Die Staaten greifen nicht mehr ein. Gescheckte für Ägyptens Finden, die müssen zäh und kräftig sein. Die schwarzen Pferde sind vom Osten,
ganz weise die von Syrien. Die kämpfen für den Antichristen, ziehen letztmals nach Jerusalem. Nach den Gesichten dieser Reihe wird Priester Josua gekrönt zum König mit der Priesterweihe. Ein Nachtgesicht hat's ja erwähnt. Er ist somit ein Königspriester. Er hält die Königspriesterschaft. Ein Bild auf Jesus, unseren Meister, der kommen wird in großer Kraft. Er wird sein herrlich Reich errichten, das währen wird 1000 Jahre, wird nicht auf Recht und Macht verzichten und sein, wie Melchisedek war. Im Juli 2021 von Walter Trautz. Ganz, ganz herzlichen Dank, lieber Walter. Ja, ich habe das sehr genossen, als du das vorgetragen hast an dem Abend, wo wir Bibelstunde hatten. Du hast eine große Gabe und ich freue mich sehr, dass du diese so komplizierten Sachen in solche Verse fassen kannst. Du hast ja auch schon ein Gedicht über Hiskia gemacht, ja, über die Belagerung Jerusalems. Du hast schon eins gemacht über das Standbild. Ich schätze das sehr, ja, und freue mich sehr, dass du das so verstehst, das in so knappe Verse zu fassen. Ganz herzlichen Dank dafür. Liebe Grüße an dich, liebe Grüße an alle, die zugeschaut haben. Ich wünsche euch Gottes Segen und bis bald.